Wie die Zukunft aussieht, wissen wir nicht. Die Zukunft der Heiztechnik sieht so aus. Bereit für die Zukunft. Die neuen Heizsysteme von Buderus. Ihr Fachbetrieb vor Ort. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Markus Kerst. Mein Name ist Arunava Shaduri. Und wir sind der Kerst kocht. Obi, alles gut? Ja, wir haben einen Gast heute. Sascha von Jerischem. Jo, hi. Hallo Sascha, schön dich zu sehen. Ja, danke schön. Chefredakteur unter anderem vom Lüttringhauser Anzeiger. Wir werden ein bisschen auch noch auf alles andere, was du machst, eingehen heute. Danke, dass du vorbeigekommen bist. Danke für die Einladung. Hast du die Kartoffeln jemand heute Morgen schon vorbeigebracht? Ja, dem Frank natürlich, eine große Portion. Ja. Deswegen lächelt er auch drüben, ne? Also schön. Das ist ja immer unser Highlight, wenn wir nach Lüttringhausen kommen, Gärtenbachstraße, du machst deine speziellen Kartoffeln. Also du bist jemand, der küchenaffin ist, oder? Genau, macht auf jeden Fall Spaß, schöner Ausgleich und ich freue mich jetzt mit Markus zusammen was zu machen. Ich freue mich auch mit euch heute was zu kochen. Wir haben ein tolles, leichtes Sommergericht mitgebracht. Und zwar machen wir einen Feta-Käse, der mit einer Chorizo-Kruste überbacken wird. Und dann gibt es so ein bisschen Tomate, Oliven, Rucola dazu. So ein richtig tolles, ja, ich sage jetzt mal so eine Mischung aus Salat und einem richtigen Vorspeisengericht, was wir heute gemeinsam kochen werden. Das Erste, was wir dafür machen, wir müssen einmal eben eine Kruste herstellen. Und zwar die Chorizo-Kruste. Chorizo ist euch beiden ein Begriff? Das ist so eine spanische Wurst. Spanische Wurst. Genau, richtig. Das ist so eine spanische, etwas würzigere Paprikawurst. Du bist unser Multikulti-Talent hier. Das Besondere dabei, das ist Pimenton de la Vera, das ist eine geräucherte Paprika, die da drin ist. Das ist eigentlich das besondere Gewürz an diesen Chorizo-Würstchen. So, die könnt ihr jetzt deswegen mal. Ist das auch ein bisschen farblich anders als, ich sag mal, eine normale Wurst. Ne? Richtig. Wenn man, Ich zeig das mal drüben ein bisschen. Ich gehe mal ein bisschen rüber. Ich zeig dir schon mal, Sascha, mal du kannst die jetzt gleich schneiden. Wir schneiden die in kleine Würfel. Mhm. So und dann braten wir die jetzt gleich nämlich in der Pfanne einmal an. Ja, kannst du die Wurst kannst du mal ein bisschen... Sehr gerne. Das, die müssten eigentlich reichen. In der Zwischenzeit, ich habe heute hier ein tolles Gerät mit dabei, so eine kleine, kleine Küchenmaschine. Oh, das freut die Aufnahmeleitung. Die Aufnahmeleitung, die freut sich, wenn wir jetzt gleich hier ein bisschen Rambazamba machen. Heute müssen wir die Abzugsanlage nicht so hoch machen, dafür gibt es dann hier richtig Rambazamba. Mit so, der was Maschine. Kommt da alles rein jetzt? So, bei einer Kruste. Wir haben schon zweimal Kruste gemacht, Obi. Weißt du noch, was alles so da drin passiert? Ja, wenn ich eine Kruste jetzt beim Fisch oder beim Fleisch, wenn ich darauf wieder eingehe, hast du Brötchen. Ja. Du hast, du versuchst eine Konsistenz herauszustellen, dass das sozusagen hängen bleibt, wenn du es brätst. Genau, wenn es oder gratiniert, dass es nicht zerläuft. Genau. Zerläuft. Also Hauptbestandteil ist entweder Butter oder Margarine. Wir nehmen immer gute Butter. Wenn wir die Butter jetzt natürlich nur so auf das Gargut, jetzt in dem Fall auf den Feta-Käse oder sonst auf Fisch oder so machen würden, dann würde die Butter einfach nur zerlaufen, wie bei Kräuterbutter. Deswegen haben wir hier geriebenes Weißbrot mit dabei oder Paniermehl kann man auch nehmen. Ungefähr Hälfte zur Butter. Das Paniermehl bindet die Butter. Und es kann halt nur leicht gratinieren und auseinanderlaufen, aber trotzdem bleibt einfach die Butter in Verbindung mit dem Paniermehl auf dem Feta-Käse in dem Fall jetzt drauf. Bei der Chorizo ist es so, die wollen wir jetzt nicht roh drauf machen, die wollen wir jetzt einmal anbraten, damit wir ein bisschen mehr Geschmack einfach an die ganze Geschichte kriegen. Deswegen einfach ein bisschen in Olivenöl einmal schön kräftig anrösten. An die Kruste machen wir ein bisschen Butter, Bin ich immer noch bei der Butter hängen geblieben, ne? Na. Ein bisschen Pfeffer dran und ein bisschen Salz dran. Und ich habe hier von unserem Kräuterspezialisten Ingo Holland habe ich noch so eine mallorquinische Kräutermischung. Also ich dachte, jetzt hast du wieder verschiedene getrocknete Kräuter. Ich dachte, du kommst jetzt mit Cajun Spice um die Ecke. Cajun Spice habe ich nicht dabei. Habe ich die letzten paar Sendungen schon nicht mit dabei gehabt. Nee, aber... Kommt aber demnächst, keine Sorge. Aber ein halb von Butter für die. Ja. Gut, das ist die Waffler-Version, ne? Also wir müssen immer gucken, dass natürlich in der Maschine auch ein bisschen was zum Durchdrehen einfach drin ist. Wir produzieren halt immer ein bisschen mehr. Okay, so. Okay. Ja, so, Obi, sieht schon gut aus. Kannst du eigentlich schon hier versuchen, mal die Flamme schon mal aus, hier reinzuschütten. Das Fett kann ruhig mit dabei. Fett ist Geschmacksträger und kann ruhig mit dazu. So, jetzt machen wir mal hier ein bisschen Dampf. Wenn ich ganz, ganz böse bin, gehe ich mit meinem Mikro sehr, sehr nah da dran. Sollen wir mal machen? Ja, mach mal.
Oh, guck mal, da passiert da gar nichts. Passiert noch gar nichts. Ja, dann. So, Markus, ne? Ja, kriegen wir alles doch hin, ne? Ist doch überhaupt gar kein Problem. So, guck mal, da, zack. So, jetzt. Oh. Das ist das, was den Kindern immer so schön gefällt, ne? Schöne Sauerei, aber Sascha, ich habe gerade gesagt, L.A. Lüttringhauser Anzeige ist hier nur eines der Sachen, die du machst in Lüttringhausen. Mhm. Du bist an der Gärtenbachstraße zu Hause, bist Teil der Initiative Gärtenbachstraße. Muss man einmal eben noch ganz kurz? Ja. So, so das war's für heute. Jetzt können wir wieder reden. Wir können wieder reden. Wie ist es dazu gekommen, dass du dich überhaupt da eingebracht hast? Als wir nach Lüttringhausen gezogen sind und dann mitten in die, wie ich dachte, mitten in die Geschäftsstraße, Gärtenbachstraße, ins blühende Leben, aber war dann halt nicht ganz so. Und du musstest das blühende Leben kreieren mit den anderen, ne, mit deinen Mitstreitern. Genau. Und hast du Fotos von 1970 gesehen, oder? bevor du nach Lüttringhausen gekommen bist. Ja. Nee, ach, das war im Februar und dann hingen da die Sterne und ich dachte, das macht man ja nicht in irgendeiner ruhigen Straße, da alles so schön dekorieren. Da hingen die Sterne eben noch vom Weihnachten und dachte, ist ja super hier, da bleibe ich. Ja, und das ist so gekommen, dass du dann sozusagen Lüttringhauser Jung geworden bist. Genau. Ja, das war am Anfang war das blöd, weil alle mal gesagt haben, der Düsseldorfer. Ne? Ich bin aus Düsseldorf hergezogen, aber das habe ich zum Glück abgelegt. Also du bist jetzt Lütterkuser sozusagen. Lütterkuser, ja. Ich finde auch schön, dass ihr nie das Wort Remscheid in den Mund nimmt, sondern immer nur Lüttringhausen. Ja, gut, das ist sehr sympathisch. In anderen Stadtteilen ist das ja auch so hier, ne? Finde ich sehr sympathisch. Ich erzähle mal eben kurz, bevor ihr weitermacht. Ja. Diese Kruste hier. Mache ich jetzt hier in Klarsichtfolie rein und dann rolle ich das so ein ganz klein bisschen zusammen und packe die noch einen Augenblick in den Kühlschrank. Mhm. Man kann sie jetzt auch direkt draufstreichen gleich auf den Feta-Käse. Ich habe die ganz gerne eigentlich, wenn die ein bisschen fest ist, dann kannst du die in Scheiben schneiden. Wir versuchen mal, was wir in unserer kurzen Zeit jetzt hinkriegen. Ja. Dafür einfach dann hier diese Folie nehmen und versuchen so ein bisschen zusammenzurollen, eine Form zu bekommen. Genau. Ja, riecht auf jeden Fall super. Riecht super, ne? Riecht würzig. Ich glaube, könnte man direkt so mit den Finger rein. Ja, dann hast du in Anführungsstrichen jetzt eine warme Kräuterbutter, wo einfach dieses Paniermehl mit drin ist. Kräuterbutter mit Wurst. Ja, so ungefähr. Wenn du jetzt natürlich so nimmst, dann hast du einfach das Paniermehl, was noch ganz im Mund dann einfach drin ist und hinterher zerläuft es einfach. Das ist eine Portion, die könnten wir direkt verputzen. Ne? Aber kommen wir nochmal zurück auf Lüttinghausen, was hast du eingebracht. Ihr habt was gemacht mit deinen Mitstreitern dort. Wir versuchen halt so mit kleinen, mit kleinen Aktionen irgendwie wieder Leben in die Straße zu bringen. Ich sag mal so wie mit den Lüttringhasen, dass wir da so ein bisschen Süßigkeiten in der Straße verteilen, dass die Kinder halt auch da so ein Gespür dafür bekommen, hier könnte ja was los sein. Könnt ihr einen Würfel schneiden nebenbei? Und die Leute. Schneid mal. Mach du mal ruhig. Ich räume auf hinter euch, ne? Sehr gut. Einer muss hier arbeiten. Ja, sehr gut. Dass sie mal wieder in die Geschäfte gehen oder gucken, was es da gibt. Also mich hat das so ein bisschen auch geärgert, dass im Internet halt immer heißt, gibt ja eigentlich gar nichts. Also es ist kein Leben in der Bude sozusagen. Genau, und eigentlich gibt es ja doch sehr viel. Und, ja, wie ist das denn? Du hast jetzt die Hasen-Osterhasen-Aktion genannt, Gärtenbuchstraßen-Aktion, ihr macht der Restaurant-Day. Genau. Also ihr macht ja mehreres, ihr seid jetzt zusammen mit dem Heimatbund. Du glaubst, es hat sich schon was bewegt, oder? In den letzten Jahren? Ja, auf jeden Fall. Also es ist, ich meine... Liebe Zuschauer, Sie sehen, Herr Arunava hat gelernt, er dreht das Messer um und schiebt die Sachen nicht mit der Klinge zusammen. Also hervorragend. Junge, ich bin stolz auf dich. Ist mitten in einem Gespräch. Ne? Ja, das tut mir leid. Ihr dürft gerne, weil ja ich... Unbewusst ist, gemacht, nee, automatisch. Genau, aber ich musste es direkt erwähnen. So, ihr dürft gerne weitererzählen. Ja. es ist halt immer ein ständiger Wechsel. Ne? Mal ist mehr los auf der Gärtnerstraße, mal ist weniger. Aber wie schwierig ist das, so eine alte Einkaufspassage, Straße, wieder so ein bisschen in Leben zurückzubringen? Ach ja, das steht und fällt mit den Leuten, die mitmachen. Also wir versuchen immer möglichst viele Leute zu begeistern und keine festen Strukturen da aufzubauen, sondern dass jeder so, wie er Lust hat, mal was mitmachen kann oder auch mal was auslassen kann. Hauptsache es passiert überhaupt was. Das ist ja immer diese Eigeninitiative allgemein in den Vereinen oder in den Gemeinschaften ist natürlich immer das Wichtige. Du musst immer Leute haben, die auch was machen wollen. Ne? Wie ist das für dich, Markus? Du bist ja sozusagen um die Ecke.
Kriegt man das mit in Lüttringhausen, das, was passiert in der Gärtnerstraße? Kriegt man auf jeden Fall, kriegt man es mit. Allgemein das, was in Lüttringhausen passiert. Wir haben ja, ich sage jetzt mal, durch die Vereine, die beiden Hauptvereine, die sich ums Wohl von Lüttringhausen an der Öffentlichkeit kümmern, einmal der Heimatbund mit der Initiative Gärtnerstraße und mit dem Marketingrat, zwei Vereine, die ja versuchen, Leben nach Lüttringhausen zu kriegen. Dass einfach der Einzelhandel gestärkt wird, dass Lüttringhausen selber gestärkt wird durch verschiedene Aktionen. Und ich muss sagen, wir selber haben ja auch bei der Hasenaktion mitgemacht. Wir haben für nächstes Jahr sind wir auch schon am Überlegen, ob wir eine Gemeinschaftsaktion Marketingrat mit Heimatbund machen. Irgendjemand ist letztens Vorsitzender geworden beim Marketingrat. Ne? Hat man auch so ein Interview geführt bei RS1 TV. Ja. Mhm. Ich glaube, darüber hat sie die auch berichtet. Hat der Lüttringhausen Anzeiger berichtet. Es muss immer irgendwelche Doofen kriegen, muss man finden, die irgendwie eine Aufgabe machen. Ne? Aber fühlst du dich angesprochen oder was? Ja. Nein, Spaß beiseite. Aber es ist, glaube ich, wichtig, ne? Also ohne Leute wie euch, die könnt ihr bitte auch mal eben hier noch ein paar Stück einfach halbieren. Die wirklich aktiv sich hier daran beteiligen, ne? Es ist, glaube ich, nichts möglich. Ne? Ja, das ist Initiative und ist auf jeden Fall das Wichtige. Und Vernetzung. Ne? Das ist, wenn jeder nur immer sein eigenes... Aber wenn du, du bist ja einer, der, sag mal, in der Online-Welt auch beheimatet ist. Mhm. Als du auch mit dem einen oder anderen älteren Menschen, der dort aktiv war, und dann sagst Vernetzung und wir müssen Interaktivität steigern, waren die Leute offen dafür? Jein, also die Theorie und die Praxis, das sind immer so zwei Sachen. Es ist schwierig, so für manche Ältere manchmal aus ihrer Denke auszubrechen und die denken, ich mache das gerne so und so und dann können das ja alle so machen. Und dann bleiben halt neue Sachen oder neue Ideen da manchmal auf der Strecke und dann muss man sich dann halt einfach ein bisschen durchsetzen, einfach mal machen und dann zeigen, wenn es funktioniert. Ja, manchmal ist man ja auch so ein bisschen Einzelkämpfer in vielen Sachen. Ne? Aber es hat sich ja was getan. Trotz Vernetzung. Ne? Also, ja, trotz Vernetzung. Genau. Mit Initiative Gärtnerstraße, mit dem Heimatbund, also es hat sich ja schon... Mit Lüttringhauser Anzeiger, wo du jetzt auch beteiligt bist. Es hat sich ja schon was getan in den letzten zwei, drei Jahren. Ja, das auf jeden Fall. Also ist zum Glück. So, brauchst du noch mehr oder reicht? Nee, reicht. Unsere Sendung ist einfach viel zu kurz. Ne? Also, ja, mit jemand wie Sascha könnte man sich nicht lauter. Nee, ich hätte es auch auf meine Kruste gesehen. Ich hätte sie gar nicht reinpacken müssen. Also hat natürlich überhaupt nichts gebracht. aber gut. Der Versuch, aber ne, sie wissen, wie es eigentlich zu Hause gehen sollte. Das Problem ist natürlich, wenn man so einen Koch im Praktikum hat, ne, da muss ein paar Sachen ausprobieren. Nächstes Mal macht er das vielleicht besser. Aber nee, naja, wir können sie genauso, wir kann ja genauso drauf gemacht werden. Wie gesagt, das ist aber eine flüssige Pampe. Das ja, ist ja nicht schlimm. Die zerläuft ja gleich sowieso. Scheinwerferlicht. Also, ne, das ist das Scheinwerferlicht, genau. Ich hatte heute Morgen hier Diskussionen, dass wir wir Lüttringhauser halten zusammen. Komm, geh du zu deinem Markt. Ich habe in Düsseldorf studiert, wir Düsseldorf halten zusammen. Du hast studiert? Ja, das kennst du gar nicht, ne? Hätte ich auch nie gedacht. Also wird ja auch mit Tee gestimmt studieren. Ne? Aber ja, genau. Hätte ich gar nicht gedacht, dass du studiert hast. Ja, gut. Mein Gott, aber kann man sehen, dass Bildung halt trotzdem auch noch ohne Studieren besser sein kann, ne? Hast du nicht verstanden, ne? Ich weiß. So, also, wir haben jetzt hier so eine schöne Auflaufform. Hier ist der Feta-Käse drin, ein ganz klein bisschen mit Olivenöl und mit Pfeffer schon mariniert. Chorizo-Kruste drauf, die Tomaten einfach schon reingeschmissen. Die Oliven kommen jetzt gleich oben noch als Topping drauf, genauso wie der Rucola-Salat. Und das lassen wir jetzt so 5 Minuten im Ofen drin. 190 Grad habe ich jetzt. Ich gehe jetzt sogar noch ein bisschen mit der Temperatur nach oben hoch. Du willst ein bisschen schneller werden, ne? Bis 200 geht es hier. So, und dann haben wir es ein bisschen reinpusten, dann geht ein bisschen schneller. Du willst da reinpusten. Nee, der Käse ist ja nur aus Kuhmilch oder mit Schafziegen? Genau. Fährt das normalerweise Ziegenmilch? Genau, richtig. Hätte ich jetzt gesagt. Ja. Das ist es in dem Fall jetzt auch. Man kann auch ganz normal einen Schafskäse, also nachgemachten Schafskäse nehmen, wo halt die Kuhmilch dann drin ist, ist eigentlich egal. Der ist halt ein bisschen würziger vom Geschmack. Mhm. Wichtig ist... Und ist ein bisschen kräftiger, ne? Auch? Genau, Salz braucht man nicht dazu tun, weil der Käse ja selber schon eine gewisse Würzung hat. Deswegen nehmen wir nur Pfeffer dazu, ein bisschen Olivenöl, damit er ein bisschen geschmeidiger wird. Und dann einfach noch irgendwas, was nett dazu passt. Rucola passt ganz gut dazu, den schmeißt aber nicht rein, weil dann wird der im Ofen sehr, sehr schnell trocken. Ja. Und dann machst du halt Oliven, Rucola, du kannst auch noch ein paar Tomaten, wir hätten auch ein bisschen Zwiebeln mit reinschmeißen können, solche Sachen, die einfach dazu passen, dass das jetzt ein bisschen gratiniert. Und dann kann man das eigentlich auch in so einer Schüssel direkt auf den Tisch draufstellen zu Hause. Jeder hat seinen eigenen Teller, nimmt sich das runter. Ich schmeiß gleich noch ein bisschen Brot mit dazu in den Ofen rein und noch ein bisschen mit dem Brot dazu und dann ist die Sache fertig. Ja, schönes, schnelles Gericht. Wäre das für dich was? Ja, auf jeden Fall. Hört sich sehr lecker an. Also ich bin auf jeden Fall auf die Kruste, Chorizo-Kruste gespannt. Ich glaube, darauf sind wir alle gespannt. Ja. Ich glaube, das ist überhaupt. Aber diese Kruste selber, wir haben es ja in den Sendungen auch schon zweimal, glaube ich, gehabt. Wir haben einmal schon mal eine Oliven-Bärlauch-Kruste gemacht. Genau. Und ich meine, wir hätten noch eine zweite Kruste gemacht.
Die kann man mit dem Spargel damals, ne? Kann sein. Ja. Die sind einfach sehr, sehr gut, oder eine Senfkruste, glaube ich, ja, schon mal. Die kann man halt sehr, sehr gut vorbereiten. Also man hat immer, die Basis ist immer die gleiche, Butter, Hälfte ungefähr Paniermehl oder Weißbrot geriebenes und dann Geschmack. Das kann Senf sein, das kann Ziegenkäse sein, das kann sogar, wenn die Kruste schnell verbraucht wird, gebratene Garnelen sein, die einfach da reinkommen, wenn man was mit auf Fisch haben möchte. Bärlauch, Wildkräuter, also Tomate, da gibt es alle Möglichkeiten, die man machen kann. Dann rollt man die sich und dann hält die sich im Kühlschrank auch 4 bis 6 Wochen, je nachdem, welches Produkt man drin hat. Frische Garnele natürlich nicht, aber alles andere hast dann teilweise dann lebt die dann wieder, vier bis sechs Wochen, wo die einfach da ist. Und jetzt hast du irgendwo Hunger drauf, auf dem Steak oder auf Fisch oder keine Ahnung was, und du hast schon eine Senfkruste dabei, dann schneidest du dir 2, 3 Scheiben runter, legst sie drauf, gratinierst die im Ofen und man hat ein tolles Gericht, wo man einfach den Geschmack direkt durch diese Kruste hat und diesen kleinen Crunchy durch das Paniermehl einfach noch dabei hat. Ja, als die Schürze in der Pfanne war, dachte ich, hier vielleicht ein bisschen Honig wäre vielleicht auch noch was. Würde um die Süße, kann man auch. Hätte man einen ganz anderen Geschmack bekommen, ja, genau. Hättest du eine ganz andere Note dann nochmal reinbekommen. Was gibt es bei euch zu Hause, wenn ihr kocht? Ist ja auch immer so eine Frage, was wir da ganz gerne immer dabei also haben. Obi ist immer sehr, sehr neugierig, was es da essen gibt. Zwei Leute, die gerne kochen. Ne? Das ist einerseits du, andererseits deine Frau. Genau. Ihr kocht ja beide gerne. Ja, und unser großer Sohn, der kocht auch gerne. Ach so, der ist 20. Ja? Er hat mal ein Praktikum im Breidenbacher Hof gemacht in der Küche und hat ihm sehr viel Spaß gemacht. Und was kochen wir? Wir kochen ganz, ganz klassisch eigentlich. Also wir machen halt, das meiste machen wir halt selber. Kochen nicht so viel mit Fleisch, aber essen auch trotzdem Fleisch. Viele Eintöpfe, Suppenkasper. Okay. Und du bist der Kartoffelspezialist. Ja, für Pommes. Pommes, genau. Wenn in Lüttringhausen irgendeine Veranstaltung ist, wo die Initiative Gärtenbachstraße oder auch der Hammelbund dabei ist, werden Sie diesen jungen Mann sehen mit seinen Pommes. Geliebt von vielen Leuten, unter anderem von mir und von anderen Leuten, die hier auch sind. Ja, genau. Andere Leute essen gerne Pommes hier? Ja. Gibt's ja gar nicht. Eigentlich nicht, eigentlich wollen sie Fleisch, aber. Aber das stimmt. Sascha, ich habe diese Person auch beim Parkfood-Fest mal, war ja vor ein paar Wochen beobachtet. Der stand immer in dem Frittenwagen. Nee, jetzt fällt es mir wieder, noch, wieder auf. Er ist, er ist mal fremdgegangen. Don Patata auch. Aber ich meine, ich hätte ihn auch bei einem Frittenwagen gesehen. Aber der wollte bestimmt sich vergewissern, dass in Lüttringhausen die besten Pommes sind. Ja. Oder? Ja, aber gut, da gab es ja auch noch andere Kreationen, aber vielleicht ist das mal für eine andere Sendung mal ein gab's Thema. Nicht, ne? So einen veganen, den veganen Wappler-Burger. Genau, haben wir auch gemacht. So, also wir hatten überhaupt Catering in Düsseldorf haben wir gemacht, veganes Catering. Ja. Und für bis zu 200 Leute. Okay. Aber wir wollten ja kleiner werden deswegen und ruhiger werden, deswegen sind wir ja auch nach Lüttringhausen gezogen. Und hat im Bereich Catering geklappt, aber in den anderen Bereichen. Aber warum klappt das bei uns nicht? In Lüttringhausen und ruhiger werden. Kenne ich gar nicht das Wort. Also, Nee, aber ich glaube, das ist. Er wollte, hat er. Er wollte. Im Endeffekt hat es nicht geklappt. So, wie sieht's denn aus, Herr Kerst? Ja. Kruste? Schauen jetzt mal. Das zerläuft so ein bisschen schön. Oh, das sieht schön aus. Sieht schon gut aus. Ein ganz kleiner Blick können wir noch. Also, man kann es riechen, leider. Wenn wir noch 2 Minuten Zeit haben, dann machen wir das. Ja, Geruchsfernsehen wäre schön manchmal. Das klappt leider auch in dieser Küche noch nicht. Ne? Nee, also darauf arbeiten wir noch hin. Geruchsfernsehen wird kommen. Wir sagen ja immer schon den ganzen Küchenherstellern, wenn wir doch jetzt hier schon so tollen Hochglanzküchen am Kochen sind, jetzt wird als nächstes doch mal tolles Geruchsfernsehen, wäre doch super, damit sie zu Hause noch mehr, ist der nächste Schritt, genau. Ne? Also wir entwickeln uns ja und digitalisieren uns immer weiter. Muss auch irgendwie auch mal demnächst die Möglichkeit geben, diesen tollen Geruch einfach auch nach Hause in die eigene Küche zu kriegen. Oder als Laufband einblenden. Wer das riecht, riecht auch gerne im Internet. Wäre mal interessant. Oder natürlich irgendwann, ne, wenn du von Digitalisierung sprichst, dass wir vielleicht so einen digitalen Gast mal einladen. Ne? So einen Roboter. So ein Roboter. Achso, ich habe gedacht, du möchtest jetzt hier irgendwie. Er hat noch das letzte Thema Jürgen Klopp, da wird er einfach reingebeamt. Das wäre natürlich auch nicht. So was geht, die Möglichkeit gibt es auch. Scotty, beam mich rein. Genau so sieht's aus. Ja, genau so. So, wir gehen jetzt mal. Wir fangen jetzt mit unserem Essen an. So. Wie sieht's aus, Herr Kerst? Kriegt er schon mal hin, könnt ihr schon mal schneiden. Hier habe ich doch schon mal ein Brot. Brotmesser sollte schon sein, oder? Ich wusste nicht, ob da ein Fass war. Wir sind hier in einer top ausgestatteten Küche. Da werden wir wohl alles haben, oder? Ich weiß ja nicht, wie gut der Kerst vorbereitet ist. Kerst ist immer gut vorbereitet. Muss man immer gucken, ne? Immer gucken. Ich muss ja mal aufpassen, dass sein Praktikumsbericht immer gut ist. Jawohl. Jetzt sieht man hier so ein bisschen. Ich zeige das mal eben einmal schon mal in die Kamera. Wenn der Kameramann zu mir kommt oder ich hier sehe, hier sieht man schon mal so ein bisschen die Kruste da drauf. Ja, so. Jetzt machen wir als nächstes so ein bisschen das Topping. Ich klaue euch jetzt einfach mal hier ein bisschen von der. Guck mal, der Sascha hat eine gute Idee gehabt gerade.
Ihr wollt schon mal testen, ja? Ja. Guck mal hier, mach mal hier das Ende. Das wird besonders so, lecker sein. Ein bisschen Rucola in die Mitte drauf. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen Säure. Jetzt machen wir ein bisschen Crema di Balsamico. Habe ich hier noch ein bisschen da. Oh, das hört sich gut an. Nee, dann müsst du noch eins machen, ne? Weil der Gast, ich hätte eins geteilt. Ach so, ja. So. Nee, du sollst ja eins alleine essen. Wenn mit ich brauche nichts essen. Nee? Nein. Komm, so. Sascha, lass ihn mal ein bisschen arbeiten. Wir können ja ein bisschen probieren. Also wird die ganze, so wie die ganze Zeit schon, oder was? Prost. Ja, Prost, ne? So. So, wo ist denn mein Sekt hier oder irgendwie so, mein hier. Bierchen, wenn hier schon... So, hier, so sieht das aus. Ja, dann esst ihr mal das. Wir essen mal so ein bisschen. Ich fange jetzt hier einfach mal an. Sehr gut. Ich esse hier. Oh ja, das könnte man so essen. Hm? Dann hast du den Geschmack der Wurst. Liebe Gäste, ich lade Sie gerne zur Knapstein ein. Ich habe eine ganze große Schüssel hier. Die beiden sind mit Brot und dem Dip zufrieden. Hm? Mhm. Und ich habe genug Feta-Käse da, dass sie einfach mal kommen können und ein bisschen mitessen können. Die ganzen Fotografen hier kommen auch schon immer näher, die Kamera ist auch immer näher dran. Toll, war nett, dass ihr da seid. Geht am besten wieder. Kommt, versteckt euch dahinter und dann ist alles gut. Nein, Quatsch. Hier, Sascha, komm, du bist als Gast, darfst essen. Obi, kann schon mal putzen. Also der Praktikumsbericht wird gerade nicht besser. Mhm. Ich find's lecker. Es riecht auch gut. Es riecht... Also wir sollen allein, mehr erzählen, aber mir ist erzählt worden, man ist die Höflichkeit, dass man nicht mit Vollmund redet. Also das und zweitens sollte man genießen. Ich glaube, das merken die Leute dann ja auch, wenn wir ein bisschen weniger sprechen. Dass wir in dem Moment toll unsere Gerichte schmecken, ne? Ah, super. Also. Oh, du brauchst aber ganz schön, was ist das? Herr von Jerischem, ne? Oben steht noch eins drauf, hast ja schon fast einen Burger zusammengebaut. Ja, gute Idee. So. Lasst euch schmecken. Dankeschön. Ja, wie gesagt, ganz einfaches, tolles Gericht. Jetzt auch wirklich mal ein bisschen rustikal. Einfach in die Schüssel zu Hause oder in der Auflaufform auf den Tisch draufstellen. Ein bisschen frischen Salat oben drauf, verschiedene Toppings oben drauf. 4 Teller nebendran und dann einfach beim Grillen oder im Sommer auf der Terrasse einfach auf den Tisch stellen, Tellerchen dabei. Am besten ein schönes Glas kalten Weißwein oder einen leckeren Aperitif oder eine Erdbeerbowle. Sind so tolle Sachen. Kriegst du nicht im Mund rein. Am besten schön jetzt filmen, wenn der Obi versucht, dieses große Stück, er drückt, ja, guck mal an, ey. Immer, jetzt ist es im Brot integriert oder was. So. Unfassbar. Zu essen. Essen ist halt professionell. Und kann man essen? Ja, ne? Mit der Kruste ist eigentlich immer eine schöne Sache. Die Kruste braucht man nicht nur zur Feta-Käse, die kann man genauso gut auf ein Stück Hähnchen drauf machen. Fisch mit Chorizo, also diese neue Interpretation von Land und Meer oder Surf and Turf, Steak mit Garnele, kann man jetzt auch einfach mal andersrum machen, indem man einfach ein Stück Zander oder Lachs nimmt und mit dieser Chorizo-Kruste gratiniert. Dann hat man auch Land und Meer aber neu interpretiert. Das ist aber ganz was anderes. Ja, aber Land und Meer ist ja Fleisch und Fisch. Es ist genau das Gleiche eigentlich, nur in einer neuen Interpretation. Also aber du brauchst es jetzt sehr lange, um nachzudenken, was du jetzt dazu sagst. Nee. Ne? Ich bin gerade am Essen, deswegen vollmond redet man nicht. Deswegen, es ging ja darum, dass natürlich ein Unterschied ist, ob du jetzt Brot benutzt oder ob du jetzt ein Fleisch oder Fisch benutzt. Das haben wir jetzt nicht, aber ich meine ja, wenn du ein Stück Fisch hast, wo du die Kruste drauf machst, hast du halt eine neue Interpretation von Land und Meer. Genau. Anstatt Garnele mit einem Rumpsteak oder mit einem Rinderfilet. So, wir sind am Ende. Wir sind am Ende der Sendung. Wir wollen weiter essen. Genau, wir müssen das schöne Wetter draußen genießen und müssen gleich hier schnell wieder raus von Knapstein und ja, in den Garten und ein bisschen die Sonne genießen. Schön, dass Sie wieder dabei waren bei der Kerstkoch. Das Rezept von dem Feta-Käse unter der Chorizo-Kruste gibt es bei RS1TV und beim Hotel Kromberg auf der Homepage. Ja, die Ausschnitte bei YouTube auch noch zusätzlich zum Nachgucken. Oder vielleicht sind Sie auch einer der wenigen, oder der wenigen nicht, der vielen Leute mittlerweile, die es auch im Kabelfernsehen schon sehen können. Wir freuen uns immer, wenn Sie dabei sind und uns zugucken und die Rezepte natürlich nachkochen. Wir sind auch immer froh, wenn mal auf Facebook oder Instagram ein paar Posts dazu geben, vielleicht neue Gerichte, die Sie gerne mal nachgekocht haben möchten oder halt auch Gäste, die wir einladen sollen. Wir sind für alles offen. Tschüss und einen schönen Tag noch. Danke, tschüss. Tschüss.